Herzlich willkommen, Differentialrechnung, Ableitung von Potenzfunktionen, heute erklärt am Beispiel der Nutzenfunktion. Ja, so eine Nutzenfunktion, die ist bekannt aus der Mikroökonomie und wir schauen uns mal den Verlauf einer beispielhaften Nutzenfunktion an. So könnte sie aussehen, u von x und auf der x-Achse x, also die Konsumgütermenge und auf der y-Achse Nutzenniveau. Und die Funktion, die sieht etwa aus wie ein Berg. Ja, da geht es anfangs bergauf, dann wird irgendwann eine Bergspitze erreicht und danach geht es wieder bergab. Bei so einer Funktion, das könnte hier zum Beispiel die Konsumgütermenge von Mineralwasser sein, von irgendeiner Person in irgendeiner Situation, da gilt grundsätzlich, je mehr man konsumiert, desto größer ist auch der Nutzen, den man erreicht, desto besser fühlt man sich. Allerdings nur bis zu einer bestimmten Obergrenze. Ja, da spricht man auch von der Sättigungsmenge. Und oft, da interessiert man sich für die Steigung solcher Funktionen. Und wenn man sich hier die Steigung anschaut, dann ist sie ja anfangs steil, dann wird sie etwas flacher und irgendwann ist die Steigung null, da geht es gar nicht mehr bergauf. Ja, mathematisch lassen sich Steigungen von Funktionen über deren Ableitung berechnen. Und bei einfachen Potenzfunktionen, da gibt es auch eine einfache Formel, um Ableitungen zu berechnen. Also beispielsweise, wenn die Funktion a mal x hoch n heißt, dann wäre deren Ableitung n mal a mal x hoch n minus 1. Man zieht also den Exponenten nach unten und zieht dann im Exponenten einen ab. Das kann man sich leicht merken. Beispiel 2 mal x hoch 5, was wäre die Ableitung? 5 nach unten gezogen, 5 mal 2 mal x hoch 5 minus 1, also 10 mal x hoch 4. Da geht das relativ schnell. Jetzt ist es allerdings so, dass manchmal solche Potenzfunktionen auch komplizierter sind und das ist leider hier bei uns der Fall. Diese Funktion, ich zeige Ihnen mal den Funktionsterm dazu, die lautet u von x ist gleich minus 1/2 mal, Klammer auf, 2x² minus 4x plus 3 in Klammern zum Quadrat plus 4,5. Das klingt erstmal kompliziert, lässt sich aber auch relativ schnell ableiten. Allerdings brauchen wir dazu ein neues Werkzeug und das heißt Kettenregel. Die Kettenregel, die benutzt man immer dann, wenn man eine Funktion in einer anderen Funktion erkennt. Und das ist hier der Fall. Wenn Sie schauen, in der Klammer, da steht ja eine quadratische Funktion. Und dann gibt es außen herum nochmal eine andere quadratische Funktion. Ja, wie lautet die Kettenregel ganz allgemein? Also Funktionen vom Typ Funktion g von x in Funktion f von x, wenn man das ableiten möchte, dann nimmt man, und so kann man sich's gut merken, die innere Ableitung g' von x mal die äußere Ableitung f' von x. Ja, bei uns im Beispiel hat man ja die Funktion u von x gleich minus 1/2 mal Klammer auf 2x² minus 4x plus 3 in Klammern zum Quadrat plus 4,5. Das war unsere Funktion und die innere Funktion, das ist das, was in der Klammer steht, 2x² minus 4x plus 3, das lässt sich wieder mit der Regel oben drüber relativ schnell ableiten. Das kann man schon fast im Kopf. Das wäre dann 4x minus 4. Schon hat man die innere Ableitung. Setzen wir eine Klammer drum und multiplizieren das Ganze jetzt noch mit der äußeren Ableitung. Die äußere Ableitung, und dabei muss man sich merken, da schreibt man das Innere einfach immer wieder mit ab. Also auch Exponenten nach vorne ziehen, die 2 vor, mal minus 1/2 und dann das Innere abgeschrieben, 2x² minus 4x plus 3 und jetzt noch die 4,5, die fällt weg und nicht vergessen, im Exponenten einen abzuziehen, das heißt, aus der 2 wird eine 1. Kann man noch ein bisschen zusammenfassen, das wäre dann gekürzt 4x minus 4 in Klammern mal minus 2x² minus 4x plus 3. Das wäre die Ableitung. Fertig. Okay, probieren wir doch mal, ob die Ableitung auch funktioniert. Das heißt, können wir die Steigung der Funktion über diese Ableitung bestimmen? Und dazu nehmen wir uns einfach mal einen beliebigen Punkt raus, zum Beispiel die 0,1 und schauen uns an, wie groß ist die Steigung der Funktion. Dazu setzen wir die 0,1 ein in die Ableitung und wenn man das macht, hier ist es eingesetzt, dann kommt daraus 9,432. Das wäre die Steigung in diesem Punkt.
Gehen wir noch mal ein bisschen weiter nach rechts beim Punkt 0,5. Also jetzt haben wir schon einen halben Liter Mineralwasser getrunken. Was wäre jetzt der Zusatznutzen von mehr Mineralwasserkonsum? Was ist die Steigung dieser Funktion in diesem Punkt? Setzen wir die 0,5 ein in die Formel und da kommt raus 3. Die Steigung ist also immer noch positiv, aber jetzt nicht mehr so groß. Wenn man den Punkt 1 einsetzt, dann befinden wir uns hier auf der Bergspitze. Wenn man das macht, dann kommt raus, das sieht man sehr schnell, Steigung ist 0, weil 4x minus 4 wäre 0, also wird auch die Ableitung 0. Es scheint also zu funktionieren. Wir können über diese Ableitung die Steigung in jedem Punkt bestimmen. Ja, meine Damen und Herren, das war ein Beispiel, wie man Potenzfunktionen bestimmen kann, deren Ableitung über die Kettenregel oder auch ohne. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Corbinian von Blankenburg. Herzlichen Dank.